Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich würde sagen, lasst uns an dem Intro auch direkt weiterarbeiten. Oder wollen wir weiterarbeiten? Ja, komm. Okay, gut. Ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht mehr den ganzen Chatverlauf, also das ist alles, was ich habe, weil ich eben aus Versehen einmal geleftet bin, aber egal. Was ich jetzt erstmal machen würde, wäre ein, wie soll ich sagen, ein kleiner Reset, würde ich jetzt mal sagen. Weil auf Dauer könnte das ein bisschen nerven, wenn ich ständig hier wieder die alte Map neu laden muss. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier die Koordinate. So. Wie macht man jetzt ein Replace? Also bei World Editor ist es ganz einfach, da kann ich einfach ein // Replace machen. Das ist easy, aber wie mache ich das in Vanilla Minecraft? Ja, man muss wissen. Eigentlich benutzt World Edit auch noch die Vanilla Minecraft. Ja, die modifiziert die Minecraft Commands an sich, also die Vanilla Commands. Das muss ich dir im Hinterkopf behalten. Das heißt, es ist jetzt nicht so gemacht, dass es einfach nur das Ding von, dass es jetzt komplett neu programmiert ist oder eine komplett neue Sache ist. Es ist einfach nur ein bisschen übersichtlicheres Design, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, fill die Koordinate, also die Koordinaten muss man halt hier manuell eingeben, sonst bei Reuters kann man Post 1 und Post 0, 2 machen, ne? Das ist ein bisschen unhandlicher, aber sei es drum. Das heißt, man kann jetzt Post 1 und jetzt kommt die Post 2. So, und dann kann man das Item, was man haben möchte, zum Fillen. Aber, wichtig, wir wollen jetzt nicht ganz den Spawn zerstören, sondern, also erstmal R und welcher Damage-Stack, also soll es R sein des Types 1, das könnte zum Beispiel bei Kuchen, ne? Kuchen gibt es ja in der ganzen Version, dann gibt es mit Damage 1, das heißt, dass ein Stückchen weggegessen ist, bis Damage 4 oder so, wo der komplette Kuchen dann aufgegessen wurde wieder. So, und dann gibt es was Wichtiges und zwar Replace. Und dann kann man replacen nach zum Beispiel Stone-Slabs, ja doch, Slabs. So, und dann sieht man, die sind weg, aber auch nur die. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass die sollen dann nochmal separat abgebaut werden müssten. Und dafür braucht man halt nochmal extra Commands, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, wenn ich die jetzt benutze, kann der Brunnen dann kaputt gehen? Oh, what the fuck, was ist hier passiert? What happened? Oh! Oh, ich sehe es. Hier sind auch die Slabs kaputt gegangen dadurch. Ja, das ist blöd. Das ist definitiv blöd. Das muss ich nochmal gucken. Das soll nicht so sein. Also Fakt ist, hier unten sollen eh keine Slabs sein. Das heißt, ich kann das ganze Ding auch, muss ich jetzt nicht da unten lassen. Ich kann das auch hier oben machen. Das heißt, na gut, ich hätte jetzt eigentlich gleich den Block klein machen müssen. Ich hätte auch auf eine 6 hinschreiben können. Aber egal, oder manchmal eine. Eigentlich reicht sogar eine 8. Mein Gott, ich werde da eh nicht drunter kommen. Also unter der 8 wird kein Block sein. So, okay. Den behalten wir jetzt auch mal am Spawn. Die sind nur provisorisch hier natürlich, keine Sorge. Aber die sind halt ganz schön, damit ich direkt nicht immer alles im Chat machen muss. Weil, wenn ich mal leave, muss ich all diese Commands wieder neu machen. Und dann habe ich die hier quasi so im Speicher mit drin. So. Also, wir haben es jetzt so weit, dass wir jetzt mal testen können, wie das ganze Ding jetzt später aussieht, oder? Ich glaube, das haben wir schon letzte Folge gemacht. Die Säulen mache ich jetzt manuell mal weg, weil ich muss jetzt gleich erstmal eh wieder Anschluss finden. Das heißt, bis ich den Anschluss gefunden habe, können wir gerade noch mal eine komplette neue Animation durchlaufen lassen, ohne dass der ganze Rest jetzt hier auch so nervt. Das heißt, wir können jetzt mal alles hier removen lassen. Und wenn wir jetzt mal hier auf den hier drücken, ja, dann wird das ganze Ding jetzt aufgebaut. So, wir sehen auch schon, wie das aufgebaut wird dann später. Also so sieht das dann aus. Ja. 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 Okay. Na gut, hier ist noch ein Bug drin, dass das falsch herum ist. Warum auch immer das falsch herum ist. Das sollte eine 6 sein. Mal gucken. Jetzt kann ich nämlich mal hier hingehen. Weil hier wird nämlich erstmal noch die Hälfte
Weil bis das immer von da bis da durchgelaufen ist, dauert es immer so lange, deswegen habe ich nochmal bei der Hälfte das gemacht. So, und es ist immer noch falsch. Also wir hätten eben die 5, das hat nicht geklappt, das heißt, es muss eine 4 sein. Okay, gut, dann können wir es nochmal machen. Und ganz kurz, es nervt mich so sehr beim Durchfliegen hier, dass ich das immer noch habe. Ich mach mal von dort, dies, dort, replace, jetzt können wir den Word-Befehl nutzen, barrier, so, zu 0, okay, sehr schön. Das Wichtige ist nämlich, dass man bei Word oder zwar Undo machen kann, aber man kann hier halt nicht Coinblöcke reinmachen. Deswegen ist das hierfür unnötig, ungeeignet. Und vor allem, es wird ja auch eine Map sein, die ohne Plugins auskommt. Insofern muss ich ja mit halt mit Vanilla Commands arbeiten. Leider Gottes. Ja, ja. So, jetzt können wir jetzt gerade nochmal testen. Das wollten wir ja vorhin. Weil nur die Blöcke ab und zu mal kaputt, um zu sehen, wie weit die hier gerade durchschreitet. Weil. So, okay, ja, die 4 war's. Okay. Gut, jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Schwere Display ziehen für mich. Und hört sich schon an. So, eigentlich muss ich jetzt nur noch ein Viertel machen. Also muss halt noch das Viertel hier machen. So, das heißt, was muss gemacht werden? Es muss von dem Block aus. Gerade. Ich könnte jetzt auch die Koordinaten von da hinten noch weiter auseinanderflügeln, aber ganz ehrlich. Das ist für mich einfacher, wenn ich das gerade im Chat mache. Stone-Slab und dann 13. So, und dann müssen wir ja mit der Koordinate nach oben gehen. Okay, 13 bis 13 bis also 51 bis 55. Also bis zu 55 müssen wir das erstmal machen. Und das heißt, dass dann quasi ein kompletter Halbkreis gemacht wird. Und dann muss es durch den Slime wandeln, weil wir haben ja später zwei Figuren oder drei, je nachdem wie ich mich hier anstrenge. Und die eine reißt ab und die andere, beziehungsweise die anderen beiden, bauen dann. Und ich möchte es erst so machen, dass hier quasi erst ein Raum gemacht wird, also dass hier quasi einfach nur abgebaut wird und dann quasi hier so ein Hohlraum ist. Und dann kommt der zweite und setzt da genau dann quasi seine ganzen Links rein. Und ich möchte es auch so machen, dass es quasi erst eine Half-Slip, dann die zweite. Eine, zweite, eine, zweite. Eine, zweite, das möchte ich auch so haben, weil das sieht einfach cool aus, finde ich. Ne, das nur so als Gedanken im Hinterkopf behalten. Und ja, dann wären wir quasi auch schon daran, dass die dritte oder vierte Person, je nachdem halt wie viel ich beim Grundkurs bauen beauftrage, also je nachdem, wenn ich da zwei beauftrage, kommt danach der vierte dann logischerweise. Oder wenn ich nur einen beauftrage, dann kommt halt der dritte später. Und der wird dann. Und die Person, die als letzte kommt, besser gesagt, um es einfach auszudrücken, die wird an den ganzen Schienen setzen. Das heißt, sie wird dann einfach noch so im Kreis rumfliegen und dann werden auf den ganzen Blöcke oben Schienen draufgesetzt. Ja, mehr ist das dann auch nicht mehr. Genau. Okay, da müssen wir jetzt mal gerade gucken. Ich hatte jetzt gerade den Command. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mal nehme, kann ich den hier auch einfach reinpacken. So, okay. Und dann kann ich mal kurz mein Inventar leeren, damit das immer so vollgemüllt ist. Und dann kann ich hier jetzt eine 52, 53, ich habe jetzt auch schon mehrere Leute angesprochen, warum ich nicht vor die Zahl gehe und einfach die Löschtaste drücke. Die Sache ist, dass ich tatsächlich, ich weiß nicht, aber ich klicke irgendwie immer so vor die Zahl bei Minecraft. Wenn ich auf die Zahl klicken möchte, drücke ich irgendwie immer vor die Zahl. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue, aber irgendwie tue ich es. Keine Ahnung, der fragt bitte nicht. Ja, okay, damit hätten wir das aber auch schon mal, das schon mal, das schon mal und das schon mal. Hier muss noch das hochgedrückt werden. Okay, jetzt hätten wir es quasi schon mal so weit, dass die ganze Animation einmal durchlaufen kann. Nee, kann auch nicht, weil ich vergessen habe, den Fuß zu machen. Also, wo wird nochmal ein normaler Stone-Dings hingesetzt? Stone-Bricks der. Stonebrick, so, hier muss nämlich noch, oh, die ganzen Coinblöcke kann ich gerade nochmal abreißen. 2, 3, 4, 5, 6. So, das war der 6. ne? Dann kommt der 5. Dann kommt der 4. 3.
Zweite und der erste, weil ich brauche nämlich zwei ganze Repeater-Stärkenverlängerung oder Delay auf Englisch. Warum mache ich hier nicht auf volle Stufe? Hier muss immer zweite. So, und hier auf die zweite Stufe, weil ich möchte nicht, dass der, dass das Grund, dass die dass die Säulen und die obere Leitung gleichzeitig gebaut werden. Das soll ja nacheinander passieren. Das soll ja noch ein bisschen legit aussehen. Auch wenn es vom Armbastand gebaut wird. gut. Dann kann ich mir jetzt einfach den Command nehmen und kann den dann so und so. Also, ich kann dann den Command einmal dahin nehmen und dann kann ich hier einmal kurz eine Cobblestone Wall beschwören lassen auf 28. So, die kann ich dann hier reinpacken lassen und nochmal auf 27 packen, 57, und dann kann ich hier nochmal auf 56 gehen. Ja, und dann kann ich hier noch kleine wieder reinpacken. Und fertig können wir einmal die ganze Animation testen. Das heißt, nochmal alle die weg und die ganzen Säulen nochmal manuell wegmachen. Und dann gucken wir uns mal die ganze Animation an, wie sie jetzt aussehen würde, wenn ich den sie komplett final vorstellen würde. Und dafür beginnen wir jetzt auch mal gleich, indem ich diese blöden Säulen endlich mal überall weg habe. Ich freue mich, wenn ich dafür einen richtigen Reset mal gemacht habe. So, und dann lassen wir das Ganze mal komplett starten. Ja, das geht da dann so lang. Und das runter. Fügt da seinen Weg ein. Ich vergesse das abzubauen. Geht da lang. Da runter. Geht dann da lang. Da runter. Okay, so, was ich vergessen habe, war der Block da. Warum habe ich das vergessen? Keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall. Das heißt, ich darf mir nochmal das ganze Ding hier nehmen. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf und dann sechs. Okay. Das war außerordentlich dumm, weil ich zwei Abstand brauche, nicht nur einen. So. Jetzt hapert es gerade aber auch ein bisschen mit dem Gehirn, ne? Also es war wirklich. Jetzt bin ich aber gerade schon ein bisschen, ja, merkt man, ne? Bin ich auch schon ein bisschen hier. So. Und jetzt muss hier bitte eine 9 und what? Hier habe ich noch die Brick. So, okay, das heißt, das Ding kann da bleiben von mir aus und das Ding muss jetzt hier hin und muss auch nochmal bei der 50 einen Besuch abstatten. So, aber jetzt können wir es mal final abmachen lassen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal einmal einen Test und danach bauen wir heute nur noch. Ja, auch Test muss man sein, weil man kann seine Kreation nicht durch eine Anzahl von Cobblenblöcken schon abschätzen, wie gut sie sein wird. Man muss halt auch mal ein paar praktische Tests machen. Das heißt, sehr, sehr viel angucken und sehr, sehr viel ausprobieren. So ist das halt mit Animationen. Was meint ihr, wie ich das bei der Animation für Josef gemacht habe? Was meint ihr, wie oft ich da testen muss? Das war wirklich, ui, das hat echt viel gedauert. So, jetzt aber. So, bis dahin geht es komplett flüssig. Sehr schön. Frage, habe ich jetzt vergessen, da jetzt ernsthaft die Repeater hinzusetzen? Ja, habe ich. Gut, warum auch nicht? Das war außerordentlich dumm, kann aber leicht ausgebessert werden, indem wir wieder hier reingehen, dann wieder hoch marschieren. So tun, als wenn nichts passiert wäre, weil wir jetzt auf diesen Button drauf drücken, wieder in F1 gehen und dann weiter gucken. Ich kann weiter noch die Items droppen. So. Und es geht noch bis dahin und muss noch einen Block weiter nach vorne. Okay, sehr schön. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich jetzt auf einmal springen kann, ich bin jetzt auf einmal im Game Mode 0. Ja, ich bin im Game Mode 0. Nice. Okay. Gut. Dann Game Mode 1. Ja, genau. Alles mal wieder weg. Dann muss ich jetzt noch hier
einen mehr hinpacke und auf die 56 packen. Ich dachte, ich hätte mitkopiert. Oh lol, ach so. Ja gut, das erklärt natürlich einiges. Der letzte Command wurde nicht mehr richtig mitkopiert von mir. Okay, gut, jetzt haben wir es aber. Also, für die Ästhetik. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gerade gucken. Also, jetzt wollen wir es quasi machen, dass es durch den Slime geht. Das heißt, wir müssen jetzt quasi schon einen Freiraum haben. Und zwar so und so. Wenn einzelne sein, das heißt, wir brauchen hier keine Fackeln dieses Mal. Das heißt, wir können eigentlich auch aus Ästhetikgründen, also aus Schönheitsgründen, einfach mal das komplette Ding aufmachen. Das würde ja eigentlich nicht dramatisch enden können, oder? So, eigentlich dürfte das ja nichts bewirken lassen. So, 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 so. Hier kann man ziemlich tief fallen, wenn man vom Ding schon früher abspringt, fällt mir gerade auf. Aber egal. Also wenn man hier jetzt irgendwie abspringt, dann kann man hier reinfallen und kommt hier nicht mehr raus. Unter Umständen. Das wollte ich nur mal angemerkt haben. So, jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt lieber machen? Soll ich jetzt noch gerade anfangen zu bauen, wie das da reingeht? Oder soll ich lieber bauen, wie das Ding den Slime schon mal aufmacht? Ich würde sagen, wie das da reingeht. Ja doch, das ist wichtiger. Das ist definitiv wichtiger. Ich möchte mal gerade gucken, ob das hier funktioniert. Ja, sehr schön, funktioniert jetzt. So, das heißt, was muss ich da hinplacen lassen? Set Block da, und zwar wunderschöner Stone Slab, und zwar Typ 6 vielleicht oder 5. 5 war es, okay, gut. 5 muss ich erst machen. Und danach muss ich dann Stone Brick machen. Also, okay. Das wird dann so aussehen. So, ne? So wird das dann quasi später aussehen. Das gefällt mir schon mal. Und dann muss ich auch mal kurz gucken. So ging das und dann so. Ja, ja, passt so. Okay. Das heißt, so wird das dann später mal sein. Okay, das freut mich. Das funktioniert dann auf jeden Fall schon mal sehr schön, wie man sieht. Dann überlege ich gerade, wie mache ich es lieber? Mache ich da einfach so eine. Ich meine, das geht ja von da nach da. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen einfach aus Spaß das ganze Ding. Wie fährt das hier eigentlich nochmal durch? Ja, ich sage jetzt einfach mal, es fährt hier so durch. Oder es fährt hier so an den Seiten lang. Ich würde sagen, es wäre dann so lang. Also so würde ich sagen, fährt es dann später lang. Ja, ich finde das jetzt so schöner aus, als wenn man einfach nur so einen gerade macht. Ja, doch, das sieht besser aus, auf jeden Fall. Gut, dann zeige ich in der nächsten Aufnahme, wie ich das hier reinbaue. Ich würde sagen, viel Spaß, schönen Tag noch. Ciao!